Und dann kommt heute, und dann ist wie hier, da ist die Garde. Amts waren nicht viel zu machen, aber nehme ich mal kurz mit. Wurde nicht allzu lang werden. Trieb mit den neuen Garten ist ja bei den Möhren überhaupt nichts rausgekommen. Da habe ich nochmal neues Saatgut gekauft. Das werde ich aber diesmal aufs Hochbeet machen, das russische. Und mein Gartennachbar Dennis will noch etwas Grünkohl haben. Roten Grünkohl habe ich da. Da habe ich noch Saatgut da. Oh, das ist gut. Habe ich auf Hochbeet erstmal ausgesät. Das will ich dann aber irgendwo noch verpflanzen. Hat gesagt, er hat keinen Platz mehr. Da Platz habe ich. Ich werde es dort drauf machen, wo die angeblich die Möhren kommen sollten. Dann werden wir den roten Grünkohl dran anbauen. Nicht für mich, sondern für den Nachbarn. Ich esse das Zeug nicht. So, was sonst noch? Keine Ahnung. Auf alle Fälle noch Erdbeeren ernten. Machen wir so noch. Zurzeit nichts da, was man zeigen kann zurzeit. Nichts Großartiges. Ja, die eine Tomate, die wir noch immer nur reinsetzen, also die ich reingesetzt habe, die Challenge-Tomate, türkische, habe ich mir zugelegt. Die werden wir da als erstes einbuddeln. Ja. Gut, los geht's. Leute, ich habe mir eine Challenge-Tomate gekauft bei Aldi. Steht drauf. Oh, ne, egal. Türkische Fleischtomate. Habe ich noch nie gehabt. Musste ich zuschlagen. Für 1,50 Euro. Eine Challenge-Tomate. Die werden wir mal hier, ja, nicht einmal reinsetzen. Ich würde sagen, hier. Die setzen wir hier rein zwischen Bohrei und Gemüsezwiebeln. Also Wurzeln hat sie genug. Wenn sie so viele Wurzeln hat, kommt sie bestimmt auch gut. Ja, bitte flach. Nur das Ding verbunden. So lassen wir es. So ist gut. Übrigens, es sind zwei Sonnenblumen gekommen. Eine hier, eine da. So, der Sprenger läuft mit Wasser. Ja, dann mal umsetzen. Bis hier auch noch ein bisschen Wasser abkriegt hier.
Ja, Gartenfreunde, hier haben wir das runde Hochbeet. Ich werde erstmal das Unkraut entfernen hier. Da haben wir ja schon Salate sind gewachsen. Zucchinis. Hinten ist noch eine Zucchini, die sieht man gar nicht von Unkraut. Und dann werde ich hier aus den Möhren, weil die ja da drüben bei den Beet, wo hier neue Erde reingefahren hat, nicht gekommen sind, werden wir hier probieren. Und für meine Nachbarn werden wir hier noch aus den roten Grünkohl. Der hat keinen Platz mehr, den tue ich vor dem Vorziehen hier drinnen. Der liebt Grünkohl, hat er keinen Platz mehr. Also tun wir hier ein bisschen was reinstreuen. Aber als erstes müssen wir mal hier frei machen. Kann ich den Enkel nicht machen lassen, der robbt wieder alles raus. Der hat sogar bei mir der Schwarzwurzel mit rausgerobbt in der Radieschen. Also wenn wir selber machen. So, erstmal frei machen, dann geht's weiter. Ging ja relativ schnell. Und man kriegt doch keinen Buckel. Kein krummen Buckel bei den russischen Hochbeet hier. Und man sieht wieder Zucchini und Salat. Hinten die Zucchini sieht man wieder. Und da werden wir hier noch ein paar Möhren reinmachen und die komischen, ungenießbaren roten Dinger. Und hier der Jugendfreund Paul hat sich wieder neue Spielzeug gekauft. Zu laut, ausmachen! Mal sehen, ob diese Mürzmädchen kommen hier. Aussaat. Mai bis Juni. Mal sehen. Und dann machen wir mal eine Ansaat. Roter Grünkohl. Für meinen Gartennachbar Dennis. Da machen wir wieder rein. Ist da was zu essen, Herr Verminder? Gartenfreunde, wir müssen noch ein paar Erdbeeren abmachen, bevor es anfängt mit Regnen hier. Damit Nadja was zu kauen hat. So scheiße, wenn sie sie übersetzen lässt. Krass, dass sie so schnell geht. Also, das Eimer soll mal wieder voll werden. Schneidest du an den Restaurant oder was? Nochmal voll fliegen. Gartenfreunde, Erdbeerernte beendet. Wieder ein schönes Eimerchen geworden. Dann haben wir eine Meckung. Alle zwei Tage ein Kilogramm oder kleine Stückchen an Erdbeeren. Vielleicht noch ein Monat, dann ist bestimmt Ruhe. Mit Erdbeeren. Jetzt gucken wir nochmal bei den Paprikas rein. Die wachsen auch gut. Haben wir hier. Sieht nicht schlecht aus. Werden schon sachte gelb. Haben wir einen Bäcker.
Aber ist nicht an jeder Pflanze, wo was dran hängt. Bei manchen ist da gar nichts. Wie zum Beispiel die dahinter hier. Diese hier. Die hat da gar keine Paprika dran. Aber die Pflanzen sind alle tipptopp. Kann man nicht meckern. Die gekauften Gurken habe ich rausgerissen. Nichts geworden. Aber hier meine Einlegegurken. Die kommen dafür wunderbar. Nun gucken wir mal bei den Blockpaprikas. Ah, gut. Die sind noch nicht viel größer geworden. Da hängen wir einen Haufen dran hier. Mit dem Strauch. Guti. Ich würde sagen, heute mal ein kleines Video. Ja, und die Tomaten ist ja normal. Stehen auch gut da. So. Heute war es etwas kurz. Komm, Freunde. Gibt nichts zu zeigen, Mutter. Dann nehmen wir das gleiche zeigen. Gut, kommen wir zum Abschlussballer. So, komm, Freunde. Das war's. Sehen wir, was beim Steigen rauskommt, aber mehr als 10 Minuten werden es nicht werden diesmal. Eine Viertelstunde. Heute ist Freitag, morgen kriege ich ja Besuch und einen Abonnenten. Ich weiß nicht, ob ich den Sonntagabend sagen darf. Wenn ja, kommt er beim nächsten Video mal mit. Hat es mit erwähnt. Ansonsten stillschweigen. Ja. Gut, mehr gibt es in der Saison. Alles gezeigt, gesagt. Also bis zum nächsten Video kommen, Freunde. Slava Ukraine. Das war's.